9.05.2014. Der Filvo ist in Düren und fragt sich, in welche Kategorie er dieses Video einsortieren soll. Für ein Vlog gibt es noch zu wenig zu berichten. Und bei einer Veranstaltung bin ich eigentlich auch noch nicht. En passant, noch was zu Straßennamen und Umbenennungen. Als der Herr Gojenich 1965 sein Buch über die Dürener Straßennamen geschrieben hatte, hieß das hier noch Birgeler Weg, was mir durchaus einleuchtet, weil ich hier jetzt direkt nach Birgel komme. Heute heißt das Dunanstraße. Ich weiß nicht, warum das umbenannt wurde. Ich weiß nicht, wer der Dunant ist. Und erst recht nicht, was der mit Düren zu tun hat. Die Birgeler Burg. So, geil haben wir passiert. Jetzt sind wir aus dem Wind raus. Kann ich noch mal was erzählen. Der Pussy Run startet morgen früh um 8 in Höfen und nicht freitags abends um 9 in Düren. So gesehen zählt der Film in die Kategorie, was man beim Punkt, Punkt, Punkt alles falsch machen kann. Das ist das bereits zweite Experiment dieser Art, das ich dieses Jahr mache. Das Motto ist dann halt heute und morgen mal sehen, wie weit ich komme. Ich bin gespannt. Ja, zwischen Hürtchen und Vossenack ist der Radweg sogar beleuchtet. Auch ein Grund, der B399 zu folgen. Spart Kilometer, ist flacher. Und hier spare ich dann auch insgesamt ein bisschen Strom. Nein, das Bild ist nicht verpixelt. Die Kirche in Vossenack ist eingerüstet. Kann ich euch also nicht in ihrer vollen Pracht zeigen. So, jetzt geht es wieder aus der Zivilisation raus. Und wenn ich mich verlaufe, ins Kalltal. Gut, dass ich hier ein paar Wege erwische, die ich schon mal bei Tageslicht kennengelernt habe. Ja, siehst du, ist nämlich arschrutschig und steil. Aber es ist keine böse Überraschung. Nee, das ist noch nicht die Kall. Da müssen wir ein Stück des Tal, den Tal runter. Aber auf der anderen Seite Simonskall bei Nacht und ganz still den Rummel des beliebten Staffellaufes gibt es inzwischen nicht mehr. Das war hier auch Laufstrecke, wo ich mich jetzt noch befinde. Oh, unterhalb Rollesbruch kriegen wir noch was zu lernen. Alte Bergbaustollen haben wir hier in den Hängen. Der Kraremann in Simmerath. Letzte Woche noch der Kraremannstag, Riesenmarkt hier. Dass ich da nicht hier hingelaufen bin, um den Maillauf zu filmen, liegt halt daran, dass ich heute praktisch dieselbe Strecke schon mal vorhatte. Na, wer erkennt's? Ja, Volkslauf Eicherscheid, da kommt ja an dem Ding vorbei. So, sind wir in Eicherscheid.
So, da sehen wir den Startort als Etappenziel schon angeschlagen. Der Fußweg geht aber hier und das Gerausche stammt von der Ruhr, die wir jetzt hier überquert haben. Ja, schon klasse, wenn der Bach einfach den Weg nimmt, statt sich ein eigenes Bett zu suchen. Naja, gehen wir durch die Matsche. Da sind wir wieder auf der Mondschau-Marathonstrecke Kluckbachtal. Morgens um 3:30 Uhr. Nichts los. So, 4:20. Da ist sie, die Katz. Hier geht es los. Aber jetzt mache ich erstmal Päuschen. Suche mir eine windgeschützte Stelle und ruhe mich mal eine Weile aus. 42:08. 5 Uhr. Dem Morgen graut vor dem, was da in 3 Stunden hier noch startet. Ich mache mich auf den Wildnistrail. Wurzeltrail am Perlenbach. Macht Laune. Immer noch Furzbachtal mit einer der idyllischsten Punkte hier auf dem Trail. Im lauschigen Tal. Schöner Anstieg auf die Höhe, und zwar die Dreiborner Höhe. Kurz vor 8. Jetzt wird das Rennen bald eröffnet. Im Moment habe ich so 16 Kilometer Vorsprung vor den Kabanauten. Mal sehen, wo die mich einholen. Also hier muss ich mal eine Vergleichsaufnahme machen. Ich glaube, vor 2 Jahren war der noch nicht so ausgetreten bzw. ausgestochen. Es scheint ein bisschen bearbeitet zu sein. Das war da noch richtig schön schief. Gute Übung für die Fußgelenke. Jetzt ist das schon ein bisschen, ne, so, jetzt ist das schon ein bisschen gemütlicher. Ja, hier kommt der noch nicht bearbeitete Teil. Ja, wie schon zwischen Simonskall und Rollesbruch haben wir ja auch noch mal einen Bergbaustollen hier direkt am Trail. Nächste. So, Erkensruhr, ein Viertel des Trail ist hier geschafft. So, der letzte eklige Berg hinter Erkensruhr.
geschafft und ich bin auch geschafft. Das Experiment mehr als die 85 des Wildnisdreh zu laufen, vielleicht 100 oder noch mehr, klappt heute nicht. Laufen tut's nicht mehr, marschieren kann ich zwar noch, das klappt noch ganz gut, aber die Nacht war kalt, der Tag wird auch wohl nicht wärmer, irgendwie ist die Luft raus und es fühlt sich auch dann nicht mehr so gesund an. Da werde ich wohl gleich in Einruhr mich dann zu den Betreuern vom Pussy ransetzen und noch die Kameraden abwarten und begrüßen. Aber das wird es dann wohl gewesen sein. Die Frage, die ich mit diesem Experiment klären wollte, ob sich lohnt, darüber nachzudenken, mal 100 Kilometer oder 100 Meilen Wettbewerb mitzumachen, ist dann heute erstmal mit Nein beantwortet worden. Ich habe nicht den Eindruck, dass mir das liegt. Machen wir doch das Vlog 2014, Kalenderwoche 19. Das war eben am Mittwoch, eine knappe Stunde. Und ja, jetzt habe ich gerade die 13 Stunden voll gemacht. Mit dem heutigen Lauf kommt die Woche dann auf gut 75 Kilometer. So, da haben wir Einruhr und den Ruhrsee, Obersee. Da kommt der Captain. Da sind sie, die Kabanauten. Das sind die Leute, die sich die Verpflegung verdient haben. Nicht so Aussteiger wie ich. Oh, Kamera läuft, ihr auch? Dann, yeah, viel Spaß! Tschüss, mach ich. Viel Spaß. So, Start zur zweiten Etappe. Wildnistrail.